wunderschönen guten Morgen und willkommen aus Energielandia. Junge, du hast dich noch so verstanden. Alter, wir sind hier gerade drauf zugefahren und hatten erstmal so ein Wow, ist das hoch. Ja, ist auch so, auf einmal so hinter den Bäumen. Julian dachte einfach, am höchsten wäre Hyperion. War so. Ja, das waren nur so Schatten, hat man gesehen und dann so wow. Alter, das sieht so krank. Vor allem so viel auf einmal und so bunt auch der ganze Park. Ich bin echt gespannt, ey. Boah, das sieht so hoch aus. Jeden z nami jako również widowiska i pokazy przygotowane specjalnie dla Was, gości naszego parku. Widowiska i pokazy, które... Also ich bin ja immer Fan von Eröffnungsshows oder so, aber das da staut sich ja so dermaßen, diesen kleinen Platz. Das ist jetzt nicht so clever. Oh, hier sind eine Zweiachterbahn. Okay, es staut sich hier sowieso noch, also vergesst das, was ich über die Show gerade gesagt habe. Die Kordel ist auf, wir sind drin. Ich hab Bock. Also Formula sieht aus wie bei der Tanke. In einem anderen Park wäre es einfach voll die Hauptattraktion. Hier geht das voll unter, das Ding. Und da hinten, das Rote da, das ist der neue Mine Train, der jetzt nächstes Jahr eröffnet. Steht aber hier schon komplett, wird halt nur noch die Thematisierung. Also, Thematisierung. Aber es geht mittlerweile eigentlich echt hier. Was man dazu sagen muss, wir sind jetzt im September hier und da hat der Park hier Oktoberfest. So sieht es hier halt auch aus in der Fahrradzone. Also hier liegen bis jetzt ein paar Fässer und ein paar Kürbisse. Aber. Das sieht schön cool aus. Ja. Das hier ist auf jeden Fall richtig hübsch. Vorne sah es noch ein bisschen trashig und es aus. Riecht überall gut. Boah, es riecht hier überall gut, ne? Alter, ich hab so. Die neueren Themenbereiche sind echt immer besser, nicht so. So, bevor wir jetzt das schöne Ding da fahren, fahren wir jetzt das schöne Ding hier. Ja gut, das fahren wir danach wahrscheinlich nochmal ein bisschen. So, gerade Draken mitgeholt. Alter, die kriecht ja sowas von darüber. Das ist ja. Alter, ich hab Angst, dass sie die Strecke nicht geschafft hat, das Ding. Und also die Bügel sind ja der absolute Rotz. Ich hab da fast nicht reingepasst. Und ich bin jetzt nicht riesig. Ich auch nicht. Ey, meine dünnen Beinchen. Ich hab so dünne Beine. So krank. Ich hab das Bein fast da nicht reinbekommen, weil das halt so eng ist. Jetzt wollen wir direkt den nächsten Kiddie Coaster hier mit Frieda nämlich. Sieht fast aus wie in Park St. Paul, nur noch ein bisschen langsamer. Frieda. Das ist toll. Oh. Frieda. So, wir kommen aus Frieda. Frieda sieht auf Onrides immer sehr langsam und sehr unspektakulär aus. Aber man muss echt sagen, wenn du hinten sitzt, zieht der Drop doch noch einigermaßen. Und das Ding ist sowieso an für sich ein bisschen schneller, als es aussieht auf Onrides. Also ein ganz cooler Family Coaster eigentlich. So, wir betreten jetzt den neuen Themenbereich Aqualantis. Mit den drei Counts, die wir hier holen, einmal ein Family Boomerang von Big Kuma, dasselbe Layout wie Saven in Farub Sommerland. Dann der große Neuheit Abyssus, Big Kuma, wie heißt das Ding, das Modell? Shockwave? Ja, gell. Und ein Disco Coaster hier vorne. So, dann fahren wir jetzt erstmal ein schönes Samperla Produkt, hier den Disco Coaster, heißt hier Tidal Wave Twister. Und da hier absolut niemand ist, nehmen wir den direkt mit, weil ich weiß, wie lange es dauern kann bei so Dingen. So, wir konnten echt gut voran. Jetzt haben wir noch den Disco Coaster hier mitgenommen. Und zwar waren wir die einzigen zwei auf dem Ding. Hatte ich auch noch die, dass ich da ganz alleine drauf saß. Also mit Julian, aber, aber auch sehr selten, dass man das machen kann. So, jetzt machen wir den Family Boomerang hier. Light Explorer. Keeper Light Explorer. Ja, bin mal gespannt, weil das ja halt dasselbe Layout wie Saven ist. Mal sehen. Die Musik passt irgendwie gar nicht.
So, dann geradeaus. Igipa, Leidexplorer. Ich mag auf jeden Fall, dass das Layout so lang gezogen ist und du ordentlich unterwegs bist. Nur ich glaube, wenn die ein bisschen wärmer gefahren ist, dann wäre die auch besser, weil du hast ganz gute Ansätze von Airtime, aber dann kommt leider nicht so viel. Aber trotzdem macht die Bahn echt Spaß und ist ein richtig cooler Family-Boomerang. Würde ich so als drittbesten gerade so ranken. So, jetzt ist Zeit für Abyssus. Ich bin mal jetzt sehr gespannt. Ich bin ja gestern Lech gefahren, wie das jetzt im Verhältnis so ist. Oh, hier läuft doch mal gute Musik. Hier, den Rest vom Bereich von Makko war die Musik so ein bisschen unpassend, aber hier passt es jetzt wieder. So, wie gesagt, ich bin jetzt extrem gehyped auf das Ding hier, weil Lech war echt geil gestern. Desto mehr bin ich jetzt hierauf gespannt. Ich habe schon gehört, die Launches sollen jetzt nicht so krass sein. Aber generell, schlecht kann es nicht werden. Wir kommen gerade aus Abyssus raus, Vekoma Shockwave, ist ganz nett, also ist nicht so intensiv wie Lechte zum Beispiel gestern, hat seine Momente, wo es intensiv ist, zum Beispiel der Looping, der drückt zum Beispiel ganz gut und der Batwing, aber kommt halt nicht an Lechcoaster ran, aber man muss echt sagen, auf den Onrides sieht das Ding immer ein bisschen langsamer am ersten Part aus, aber man hat da echt gute Airtime und an für sich macht das Ding auch echt viel Bock, was jetzt allerdings komisch ist, das Gepäcksystem. Du musst hier so ein Wristband hier für 7 Slotti, keine Ahnung, ist 1 Euro oder so, musst du dir kaufen. Das kannst du dann wahrscheinlich den ganzen Tag auch benutzen. Dann hast du halt viel zu kleine Locker. Mein Rucksack hat echt gerade so reingepasst. Also der hätte nicht viel größer und nicht viel voller sein dürfen. Aber an sich ziemlich cool. Du hast echt viel Airtime, die jetzt nicht richtig krank ist, aber sie ist gut. Und die Inversionen sind auch, bis auf den Corkscrew, auch sehr intensiv, finde ich. Also die hat auch Greyout gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht genau wo. Irgendwo zwischen dem Looping und diesem... Ja, Looping hast du, da am Looping hast du irgendwie gesagt. Ja, nee, Quatsch, bei der Batwing da, ja, voll, genau, bei der Einfahrt. Zwischen dem Looping und dem Batwing, ja. Da hast du eine ganz intensive Kurve. Aber es ist auch lang, das Ding. Also es ist echt lang unterwegs. Ich bin am Ende, hatte ich irgendwie... Mann, es war wirklich schwer, seine Hände hochzuhalten, weil man dachte, boah, ey. Ja, das habe ich auch gedacht. Also so ganz vorsichtig ist das nicht. Wir fahren das nochmal heute Nachmittag oder heute Abend oder morgen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wenn es mal aufgewärmt ist, dann könnte ich mir das Ding echt noch cool vorstellen. Also was heißt cool, aber besser. Was ich auch noch sagen wollte, der erste Launch bei Abyssus ist auch besser als erwartet. Also da haben auch viele gesagt, das ist halt nicht so stark. Ja, der zweite allerdings, der ist eher so Blue Fire. Nee, also ich habe eigentlich eher gehört, dass der zweite ein bisschen läppisch ist und der erste ganz gut. Weil der erste ist relativ kurz. Ich fand den ersten noch besser, aber der zweite war gar nicht so schlecht. Aber der hat auch jetzt nicht so oft, also der war jetzt nicht so schnell nach dem ersten. Aber dafür hat der echt gut gezogen. Ja. Ja, und warum kommt man nach Energielandia?
Das Moped da. Und das fahren wir jetzt. Und ich hab so Bock. Ja, mein erster Stall. Oh, das sieht so geil aus, ey. Was man hier sagen muss, die Q-Line ist sau weit weg von der Achterbahn. Also du läufst hier so einen Parcours, bis du mal in die Station kommst. Es fängt nämlich hier vorne mit dem Dragon-Dingens an und da ist erst die Achterbahn. Beziehungsweise da hinten irgendwo ist die Station. Aber man läuft hier, glaube ich, irgendwie so 10 Minuten oder so durch die Q-Line, bis man erst. Ja, ja, hier sind auch überall Brücken über den normalen Weg. Das ist total bescheuert. Wir sind immer noch in der Q. Wir laufen jetzt bestimmt schon 5 Minuten hier durch. Und wir sind gerade erst mal an dem Punkt angekommen, wo 50 Minuten auf dem Boden standen. What the hell? Aus Zadar. Wundenkopf. Wow, krank. Also, du payst da durch, das ist Wahnsinn. Also, krank. Einfach nur krank. Die Airtime ist genauso krank. Also, ich glaube, wenn du es den ganzen Tag machst, dann hast du gut die Oberschenkel weh. Die Laterals hauen dich richtig nach links und rechts. Der Stall floatest du richtig cool durch. Auch hinten dieser, was ist das, der Babanda-Flip? Ja, würde ich nennen. Ja. Alter, was ein Ding. Auch der Umschwung hier vorne. Moment. Das Ding da, das zieht dich auch so nach rechts weg. Boah, dieser Drop, der zieht sich einfach richtig lang. Du fliegst nicht so krass raus, finde ich. Aber der zieht sich halt richtig lange nach unten, weil das Ding halt so hoch ist. Aber richtig schwer, die Bahn zu ranken, also keine Ahnung, wo die bei mir landet. Wir müssen die später auf jeden Fall nochmal fahren. Aber es ist auch richtig geil, wenn du da hinten durch dieses ganze Holzkonstrukt da hier rast. Wahnsinn, geil. Aber jetzt erstmal eine Wurst. Meine Bratwurst. Hilfe, mein Burger ist pink. Wenn wir uns jetzt mit pinken Burger gestärkt haben, wird jetzt gecountet. Ich glaube, wir laufen hier einfach durch und gucken, worauf wir Bock haben. Okay, die Station von Anaconda sieht aber auch ganz cool aus. Der Rest vom Ride sieht halt scheiße aus. Also steht halt alles nackt da rum. Das ist übrigens der Spillwater da. Das klimatisiert ist aber was direkt. Aber die Station, schick. Wir machen jetzt wahrscheinlich doch erst den SLC, weil bei Moja 40 Minuten sind. Das Besondere hier allerdings bei dem SLC, der hat nicht die Züge wie alle anderen, der hat nämlich bequeme Westenbügel. Und da bin ich tatsächlich mal drauf gehypt, wie die sich fahren. Und das Ding ist sowieso auch noch nicht so alt, das ist von 2014 oder 15. Und von daher könnte das echt ein smoother SLC werden. Ich bin gespannt. Ja, mit Westenbügel. Wow. Ja. Und ich habe auch geguckt mal, die Füße wackeln gar nicht so sehr, also schlägt glaube ich gar nicht wirklich. Das wäre mal ein Traum, so ein Ding in smooth zu fahren. Scheint aber sehr voll zu sein. Wir kommen gerade aus Mayan Rollercoaster, Wegkummer SLC mit Westenbügeln. Fährt sich wie jeder andere. Man spürt dieses Ruppeln, aber wegen diesen Westen ist es durchaus fahrbar und man merkt mal, wie intensiv das Ding eigentlich ist, weil man konzentriert sich halt nicht darauf, nicht dagegen zu klatschen. Man konzentriert sich hier mal wirklich auf die Fahrt und die macht sogar Bock. Also das kann man durchaus fahren. Wenn man jetzt kein Max ist. Ja, oder Tesla. Wobei ohne Schulterbügel kannst du dir sowas nicht fahren. Das stimmt. Vorstellen, der unnötigste Spinner aller Zeiten. Von SBF. Mit Schulterbügeln.
Yay. Das sieht nach Aua aus. Ja. Boah, der dreht aber richtig krank. Die wollten den auch verkaufen tatsächlich. Ja, aber keiner wollte den. Warum wohl? Mal los ins Vergnügen. Aber wenigstens sieht die Schiene von der SBF mal gescheit aus. Ey, ich meine, die sieht natürlich immer gescheit aus, ne, Kai? Genau. Kein Wunder, dass das Ding keiner kaufen wollte, ey. Ja. Wir sind gerade Viking gefahren. Aua, schlechteste Achterbahn, die ich hier gefahren bin. Das war scheiße. Ey, wie kommt man auch da drauf, Schulterbügel auf eine wilde Maus Spinner zu machen? Das ist ja einfach nur dämlich. Oh, das Spinnen hat ein bisschen gerettet. Das war nämlich echt gut und hat sich auch echt gut gedreht. Aber diese Schulterbügel ist ja absoluter Quatsch. Boah, hier riecht voll nach Weihrauch in diesem Shop. Dann geht das auch, aber vor dem Spinning geht gar nichts. Also, dazu sagen muss zu dem Spinner da, es ist nicht so, dass es nur wehtut wegen den Schulterbügeln oder wenn du am Rand sitzt wie Julian. Das Ding poltert auch wie Sau. Also das, Alter, wenn das ein Tal runtergeht, dann geht es einmal kaputt. Ja, und an den Seiten sind so komische abgerundete Dinger und ich bin mit meiner Schulter in jeder Mauskurve da voll gegen geslasht. Autsch. Ballert, das war echt. Boah. Übrigens ein Topspin von SBF. Komisch, oder? Wir sind gerade das schöne Ding gefahren. Das war richtig lustig. Ich habe zu Julian während der Fahrt so gesagt, ich fühle mich wie so ein Würstchen am Spieß, was rumgedreht wird. Ja, das ist ja wirklich so. Das ist richtig. Also einmal hat es richtig doll gerüttelt. Julian sagt auch, das war nicht so angenehm gewesen, weil er halt nicht gestabelt war. Und da ist halt so ein Sockel, ne? Und immer wenn die Vorwärtsüberschläge sind, bin ich so voll nach vorne gerutscht. Ich konnte nichts machen und bin dann mit meinen Weichteilen immer voll auf diesen Sockel gelandet. Mein Weichteil. Das war echt nicht schön. Es hat voll gebockt. Das war richtig cool. Das war witzig, aber ja. Das war irgendwie. Oh. Jetzt ist hier wieder der Kirmesplatz. Ein Double Inverter. Ohne Musik, das ist ja. Also und da ein Booster. Schön. Schön. Wenn hier wirklich null ist. So, wir kommen jetzt aus Space Gun, SBF Double Inverter. Erstmal zu diesem Einstieg, Alter, was ist das für ein enges Scheißdeck? Du kommst da gar nicht rein oder raus. Das ist ein Akt für sich. Da denkst du, du fliegst da rein so. Ja. Und Julian wurde total gestapelt. Boah, komplett. Aber richtig, bis zum Ende, ey. Vor allem die Oberschenkel und ich habe noch Muskelkater bei den Oberschenkeln. Das war bei Sardar schon nicht so ganz gut, aber hier war es halt auch nicht. Boah, es war fucking intensiv, also ich könnte das nicht lange, also viel länger hätte ich es nicht mehr gemacht können. Das war auch können. Ein richtig langes Fahrprogramm. Das war so langes Fahrprogramm. Der ist, glaube ich, zweimal in jede Richtung und hat dann die ganze Zeit gedreht, dann in andere Richtung. Junge, das war intens. Thank you.
So, wir kommen gerade von Hyperion, ist sehr, sehr hoch und sehr, sehr schnell. Hat sehr gute Transitions, auch gute Airtime, einen richtig coolen Floater-Airtime-Hügel. Auch wenn Julian sagt, das war nicht so gewesen, aber er saß auch am Rand. Doch, es war mega gut, aber... Nein, der Floater-Hügel, meinte ich. Ach so, nee, der weil der saß am Rand und am Rand hast du ja so, dass du tief sitzt und auf dem Boden sitzt, quasi wie bei Conda. Und in der Mitte quasi weiter erhöht, so wie bei Taron. Es könnte ein Unterschied sein, keine Ahnung, wir wechseln gleich auf jeden Fall mal die Plätze. Bei Julian hat auch gesagt, außen hat es schon ein bisschen gerappelt, in der Mitte habe ich das halt gar nicht erfunden. Aber an für sich richtig krankes Ding, der Drop bockt übel und das Ding ist intens und sehr schnell, sehr, sehr schnell. Jetzt sind wir hier in der Kinder-Area gelandet, da hinten ist ein SBF Spinner, Monorail, ganz viele kleine Karussells. Da vorne sind noch zwei kleine Kiddie-Coaster, hier Mars und der Zirkus-Coaster, den müssen wir auch noch machen. Aber wir haben jetzt eigentlich vor, hier auf das große Ding hier zu gehen. Den Speed Water Coaster. Mal, wenn wir den einmal finden hier. Ups. So, wir kommen aus Speed Water Coaster. Intamin Watercoaster, wie wir haben erwähnt. Ja, Julia hat gesagt, der Drop ist halt nicht so cool. Er ist halt verdammt schnell, weil wir in der ersten Reihe sitzen und wir schon gebetet haben, dass wir gleich untergehen. Hat er auch ziemlich in der Backe gezogen, fand ich. Weil das Ding hat halt trotzdem 100 km/h und 50 Meter hoch. Fährt sich auch recht sanft und macht Bock und ist sehr nass. Beziehungsweise ging es eigentlich jetzt noch. Also, es gab Videos, da war der Boden einfach komplett geflutet. Aber bei uns war es eigentlich echt eine gute Erfrischung, jetzt gerade auch heute. Also ich bin quasi so eine gleiche Anlage in Mirabilandia schon gefahren. Das Ding war komplett, da warst du klitschnass. Aber jetzt haben wir so eine schöne Brise abbekommen. Das war okay. Ja. Und jetzt nehmen wir hier noch das Rafting direkt mit. Julian. Was denn? Hier sieft's. Dein Boot sieft. Da sieht's. Der kleine Wasserfall. Ja, da sieht's. Da sieht's raus, siehst du? Rafting time. Leute, die haben sogar einen Bademeister. Ja. Ich kann dir nicht so viel passieren, aber... Falls du mal hier rausspringst, Julian. Echt? Boah, ja. Ich bin gerade das Rafting gefahren, Intamin Rapid River. Ganz nettes Rafting. Bis auf eine Stelle, da hast du nämlich so ein, ja, schon so eine Art Drop, die halt, der hat voll in so eine Stromstelle knallt und da ist Julian und ich sind halt voll reingeklatscht. Mein ganzer rechter Schuh ist nass und Julian sowieso, das ganze T-Shirt. Ja, nee, du linke Seite hier. Ja, aber ansonsten ist da nichts Spektakuläres. Da ist halt einmal dieser kleine Wasserfall da hinten, wenn man den jetzt sieht. Wenn du da halt gut positioniert durchfährst, dann kann der dich halt auch komplett zocken. Was?
Wir kommen jetzt aus RMF Dragon, Dekoma SFC. Ist quasi dasselbe Ding wie im Farouk Orkan. Für den Family Coaster hat das echt schon gute Gehkräfte. Gerade in der Helix pullt sich das ordentlich runter. Der Drop ist richtig gut und der Overbank hinten auch. Also starker Family Coaster. Könnte ruhig öfters vertreten sein. Oh, hier kommt gerade überall Wasser vom Speed runter. Ich stehe direkt da drunter. Der ist echt schon abgeklungen. Ich will jetzt Splash Battle eigentlich gerne fahren, aber Julian weigert sich noch. Ich will noch was anderes fahren. Du hast noch zwei Tage Zeit, Junge. Wer hat die denn gebaut? Wie dumm dreht man diese Räder bitte? Jo, wir haben gerade das Splash Battle gemacht. Das war ja mal wohl die komischste Splash Battle Drehart, die es gab. Weil das waren so Scheiben. Oh, hier geht mal gar nicht, geht's gar nicht weiter. Oh fuck. Das waren so Scheiben, wo da so Rillen drin waren und die musstest du so drehen. Das war richtig anstrengend. Also, du kannst halt nur so runterruppen quasi, weil du kannst sie nicht durchdrehen. Weiß. Oh, in Ordnung. Aber das Layout ist auf unserer Seite ziemlich witzlos gewesen. Bis auf natürlich die Position, wo man voll in die Ausfahrt vom RMF Dragon schießen kann und die dann alle am Zug socken kann, wenn der Zug gerade vorbeikommt. Oder da halt da oben auf dem Gehweg. Oder da, wo die Tische stehen. Die Tische sitzen alle hinter so einem Zaun und da kannst du halt voll durchschießen und die Leute nass machen, während die da essen. Ja. Die haben halt Leon dann gemacht, so, ey, lass, haben die so, sind die auch ein bisschen. Kann die nicht geworden. So cool, die Leute, würde ich sagen. Aber ja, ist auch voll dumm, da Tische zu platzieren. Aber ein so ein ist einfach genau dumm, da zu essen. Also ja, ganz ehrlich. So. Zwei Minuten bei Formula nehmen wir jetzt auch noch mit. Wir kommen gerade aus Moja Formula Dingsbums. Oh, genau. Der erste New Gen von Dekoma. 2016, glaube ich, eröffnet. Ist kurz, brauchen wir es gar nicht zu überschreiten, aber ist echt intensiv. Meint man gar nicht. Du hast richtig coole Hangtime noch da oben in dem Reef, in dem Sidewinder. Da kommt er jetzt. Ja, hast du echt gute Hairtime. Hangtime, ich Depp. Der Rest vom Layout besteht dann quasi aus schnell durchfahrenden Inversionen, die echt intensiv sind, da fucking intensiven Helix hinten und coolen Richtungswechsel, Umschwüngen und Airtime-Hügeln, die dich auch ordentlich aus dem Sitz heben lassen. Also für den ersten Versuch von so einem New Gen auf jeden Fall sehr gelungen. Und ich finde das Ding jetzt auch nicht zu kurz. Das ist eigentlich ausreichend von der Länge her. Es ist nur seltsam, dass die halt im Park öfters mal zwei Achterbahnen vom selben Typen hier haben. Die haben zum Beispiel hier zweimal den New Gen mit Abyssus und dem hier. Dann haben die zwei Family Boomerangs mit Light Explorer und Boomerang. Den sind wir aber noch nicht gefahren. Aber riesengroß der Park, das ist echt krass. Danke, Seil, Alter, ohne Witz. Das war jetzt alles so viel besser wie heute Morgen. Viel intensiver als heute Morgen. Ich hing im Drop bestimmt 3 Sekunden einfach am Bügel fest. Alter, das Ding ist ja krank. Junge, jetzt ist es, glaube ich, schon in die 3 gerutscht. Also, ja, bei mir auch. Junge, ich muss mir echt überlegen, wo, aber scheiß die Wand an. Pace das da durch. Ist das krank?
Wald. Und das hat jetzt auch nicht so wehgetan, fand ich, wie heute Morgen. Ja, ich hatte auch, also ich hatte bei der ersten Fahrt, hatte ich den Shin Guard auf so irgendeinen blauen Fleck, den ich hatte. Jetzt nicht, das war viel besser. Ah, Junge, der Double Down und der Aufschwung, der war jetzt warm gefahren, so viel. Du wirst halt so rumgeworfen. Du hängst nur am Bügel gefühlt. Alter, was ein Ding. Und dann ist es auch noch so riesig. Das ist ein Hybrid-Coaster. So ein Hybrid-Coaster. So ein Lutscher. Genau so groß wird Tessa in... Und so, jetzt sind wir noch eine Runde. Aber es ist gepilzt, fährt sich auch wieder ein bisschen besser wie heute Morgen, beziehungsweise ein bisschen schneller. Ist auch immer die einzige Bahn mit Formula, wo ich einen kleinen Greyout kriege. Ansonsten eigentlich nirgendwo, weder auf Papyrus noch auf Satra. Julia schon. Aber... Das ist ein Lauf, genau. Aber das Ding bockt wirklich. Es ist so lang, es tut irgendwann weh, die Arme einfach nach oben. Ja, das ist wirklich so, das ist voll komisch. Ja. Also ich finde, das ist wie bei Fly, wenn man die Arme zur ganzen Seite tut, dann finde ich, dann kribbelt das irgendwann hier so, weil du auch so denkst, wo gehen wir gerade hin, wir gehen gerade in irgendeinen Eingang. Kontiki. Okay, jetzt nehmen wir noch die letzte Fahrt des Tages auf Satra mit, bevor wir dann morgen früh die ganzen Kitty Counts hier im Park machen. Auch mal hier so am Rande erwähnen kann, ist, dass die neuen Zonen hier richtig schöne Soundtracks haben. Außer der Dragon Alley, Valley oder wie auch immer die heißt, da läuft halt Oktoberfest, so bayerische Musik. Das interessiert ja jetzt, aber das ist ja nur wegen dem Oktoberfest. Nur ein Kritikpunkt, was am Park auf jeden Fall ist, sind die Lockers hier. Was ist nämlich so gut wie vor jedem größeren Ride-Locker-System, wo du hier so ein Wristband kaufen musst. Hältst das unter so einen Scanner und dann wird dir gesagt, welches Fach du benutzt, ist natürlich ein gutes System. Aber wenn man das in der Schlange halt so positioniert, dass du einmal komplett woanders hingehst und wieder in die Schlange rein musst, total dumm, weil Polen ist sowieso schon so das Land der Q-Line-Jumper. Line-Jumping, so war das Wort. Und das fördert das nicht gerade. Also abgesehen davon ist das Fach bei Abyssus viel zu klein. Wir kommen gerade aus unseren letzten beiden Fahrten auf Satra. Pace jetzt einiges mehr durch, also richtig krankes Ding. Ich weiß absolut nicht, wo ich das ranken soll. Das ist einfach so ein krasser Unterschied zwischen Ride to Happiness. Das kann man einfach nicht vergleichen. Das ist sowas anderes. Ich bin echt mal gespannt. Also, ich muss mir da echt mal Gedanken machen, aber im Prinzip ist es ja auch eigentlich scheißegal. Die Bahn macht Bock. Beide Bahnen machen Bock. Das ist einfach nur krank, das Ding. Geil! Julian, ich hätte fast einen Zen-Ride auf dem Ding gehabt. Aber da saßen halt leider noch ein paar drin, die halt nochmal mitgefahren sind. Aber meine Güte, der Zug war halb leer. Und dann haben wir tatsächlich zum Schluss noch die Front-Row bekommen. Und das ballert selbst da so durch. Alter, das ist so krank. Man bekommt Viecher ohne Ende. Ja, man ist voll Insektenfresser, wie so auf der Autobahn. Hier ist eins, ich hab da welche. Hier sind zwei. Hier ist eins. Julian dreht sich original so um. Boah, hast du auch die ganze Mücke abbekommen? Hat dich so eine Mücke gelegt? Ja, wie auf der Autobahn, ey. Nee, okay. Das ist wie so ein Nummernschild auf der Autobahn, ey. Das ist so verdammt schnell, ey. Und das verliert einfach nicht an Geschwindigkeit. Nee, das pace so genauso durch wie Troy. Ja. Nur halt aber es ist noch geiler als Troy. Ja, natürlich, ist das geiler als Troy. Ja. Das war's dann mit Tag 1 Energieland. Ja, morgen werde ich nicht die ganze Zeit vloggen, aber ich werde das halt vloggen, was wir heute nicht geschafft haben. Gut, jetzt so ein paar Kiddie-Rides da. Weiß nicht, ob ich da unbedingt eine Meinung zu abgebe. Aber zum Beispiel den Bumerang oder so, was halt noch fehlt. Das filme ich aber wahrscheinlich mit dem Handy. Mal sehen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zugucken. Abonniert mich gerne, gebt gerne ein Like. Guck mal bei Julian den Trottel vorbei. Ich habe zwei Sachen, wenn ich so plan. Ich habe schon viele Vlogs gedreht, die kommen irgendwann in der Offseason, wenn ich mal Zeit zum Schneiden habe. Wenn ihr dann also Langeweile habt, dann könnt ihr Vlogs gucken von hier. Super. Wenn die dann irgendwann mal in 10 Lichtjahren erscheinen. Guck mal, der Julian, der weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich bin gerade die Treppe hier hochgesneakt. Ich bin mal gespannt, ob der Crosscheck oder ob er total lost ist. Ich fühle mich ein bisschen Hyperion, aber ich finde gleich mal Julian. Vielleicht ist er ja lost. Er ist total lost. Er ist total lost.
So, ich melde mich nochmal gerade aus Tag 2 zurück. Wir haben jetzt 3 Standard-Kiddy-Coaster mitgeholt. Den SBF Spinner, den Wacky Worm und den ganz normalen Wekoma Family Coaster. Ja. Ja, fahren sich alle wie gewohnt. Kein besonderer Unterschied. Jetzt machen wir hier noch den SBF Kiddy Coaster, der total vollgeklatscht ist mit billiger Thematisierung. Mars. Und den kleinsten Count, den ich bis jetzt gefahren bin. Das ist der Circus Coaster, Julia. Julia. Siehst du das? Alter, das ist voll geklatscht. Ja, wir sind gerade Mars gefahren. Ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ist eigentlich ein ganz cooler Family Coaster. Ist halt mal was. Kiddy Coaster. Ist halt mal was anderes wie so ein Standard. Keine Ahnung, Big Apple oder sowas. Und das mit der zugeklatschten Thematisierung ist gar nicht so schlecht, weil da hat man wenigstens was zu sehen und es kommt ganz cool rüber so während der Fahrt. Ja. Und weh tut's auch nicht. Nur die Helix hat ein paar Laterals, das ist cool. Ja. Jo, darf ich vorstellen, den kleinsten Count, den ich bis jetzt gefahren bin. Aber das Ding hatte echt nur Laterals, dafür, dass es so klein ist. Und der Operator da, das ist wirklich so der Hans vom Energielandia. Der macht richtig Party auf dem Ding, konnte sogar ein bisschen Deutsch. So, als nächstes holen wir hier den Dark Ride mit Monster House. Wurde, glaube ich, mal umgestaltet. Ich glaube, ich mal Monster Attack. Wir haben gerade den Dark Ride da gemacht. Monster House. Sind halt nur Figuren drin. Ist aber eine coole Atmosphäre durch den Nebel und ist halt alles dunkel. Aber keine Animatronics, kein. Ein Joker wäre halt so geil da drin, weil es echt atmosphärisch ist, aber. Leider halt ein bisschen langweilig. Ich finde das cool, da ist halt überall so Nebel. Also das ist so, ja, so ein bisschen neblig halt, ne, da drin. Das ist halt, da stehen halt nur diese Plastikfiguren, die halt vorne im Kinderland ausstehen, nur als Monster. Halt. Ja. Und Toppi ist hier gesponsert. Da kommen Erinnerungen wach. Kai, so ein Ding sind wir auch in Babyland, Amiland gefahren. Das ist quasi eine Wildwasserbahn, die um die Kurve so paced und dann den Drop runter knallt. So, das ist der letzte Count, der uns noch fehlt. Den holen wir uns jetzt. 0 Minuten anscheinend, das ist ja optimal. Ist noch mal ein anderes Modell. Also ich habe erst nämlich gedacht, das wäre das Modell aus Drayton Manor, via Accelerator. Aber nein, das ist noch mal ein anderes. Aber ich glaube, das ist auch ein Standard-Layout. So, der Bumerang, der war ganz lustig. Nichts Besonderes, aber wie auch bei jeder anderen Bahn, wo ich das bis jetzt gesagt habe, oder wie Aleste sagen würde, ist ein solider Family Coaster, kann man mal machen. Das ist es aber im Prinzip halt wirklich. Aber auch schon hier fängt es schon an, sehr schön thematisiert zu sein. Auch in der Station, die Station sah echt schön aus, was man da vorne im Bereich ja gar nicht behaupten kann. Aber ab hier fängt es dann wieder an, richtig schön zu werden, auch generell so der Bereich. So. So, wir sind ja gestern schon mal ein Rafting gefahren, aber wer gedacht hat, der hat nur ein Rafting, der irrt sich da. Natürlich haben die noch ein zweites, wie auch so oft. Und zwar hier. Ist allerdings eher ein kleineres Rafting. Wow. Die kleinsten Raftingboote der Welt. Umaga. Stromshellys. Jetzt mal hier interessant. Hey! 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 Oh! Licht! Oh, ja, ich hab doch mal Okay! Wow! Okay! Ja, je nachdem. Das ging jetzt. Boah. Nö. Ja.
So, dann haben wir jetzt hier die SBF Giant Swing Frisbee, whatever, das SBF, ich weiß nicht, wie die das nennen. Auf jeden Fall das Ding. Das beste SBF-Produkt, was ich bis jetzt gefahren bin. Hat nicht gerüttelt, war angenehm zu fahren, ich wurde auch nicht gestapelt. Klar, die Bügel sind jetzt nicht die besten, aber ja, schönes Teil. Bester Flatride von SBF. SBF, generell bestes Fahrgeschäft. Man hat auch ordentlich Hangtime in dem Ding, das wollte ich noch sagen. Und unten im Tal hat das so gedrückt, meine Lippe hing ganz schnell so hier, ey. Ja, wirklich. Könnt ihr euch noch an die Q-Line von Flame Tattoo erinnern? Schick. Oh, Junge, voll auf die Kamera getroffen. Jetzt haben wir übrigens Anaconda. Also, das Ding da. Ja. So, wir waren gerade auf dem Spillwater von den Terminen. Ziemlich lustiges Ding, vor allem der Typ vor uns, der da alleine in der Reihe saß und die ganze Zeit so, Und ja, jetzt befinden wir uns im Keller, im Untergrund für hier die Dragon Zone und Aqualantis. Und ja, essen jetzt erstmal was und dann fahren wir die Dinger wieder. Julian und ich machen jetzt einen Zen-Ride, schießen es jetzt mit Wasser ab. Ist quasi wie so ein Teetassenkampf, obwohl wie so ein Demolition-Derby eigentlich. Das wechselt nämlich immer so da durch. Also wir kommen gerade hier aus Whirlpool Waterfight, ist von Samperla, glaube ich. Quasi so das Ding, was Marc auch baut als Nautilus, glaube ich heißt das. Ist quasi ein, sind zwei Karussells mit Drehgondeln drauf bei einem Teetassenkarussell, nur dass du dich drehen kannst, die drehen sich automatisch. Und du hast noch Wasserkanonen da drauf. Das heißt, das ist eine riesen Wasserschlacht. Und wenn das Ding voll ist, bist du absolut zopf, weil ich bin jetzt schon gut nass und wir waren, also vier Gondeln waren insgesamt besetzt. Wenn das Ding voll ist, leckt mich am Arsch. Das Ding ist ja auch noch, dass du dich einfach nass machen kannst, wenn das Ding steht. Also du kannst im Prinzip schon total soaken, bevor die Fahrt überhaupt losgeht. Wir sind jetzt hier gerade nochmal Formula gefahren und mittlerweile haben wir jetzt um die vier Fahrten, glaube ich. Und ich muss sagen, das Ding wird mir immer sympathischer. Also generell so die New Gen Abyssus fand ich jetzt auch heute wieder viel besser als gestern. Beide waren extrem, gefallen mir extrem gut. Und ich habe absolut keinen Plan, wo ich die ganzen Bahnen hier ranken soll. Die machen alle so Bock, aber sind auf ihre Art so anders einfach. Aber trotzdem halt allesamt gut, weil also, es gibt hier keine wirklich große Achterbahn, wo ich sage, die ist scheiße oder so. Selbst der SLC fährt sich halt geil. Was Leon halt auch gerade meinte hier, den Formula ist halt irgendwie auf einem Level mit Bluefire oder vielleicht sogar besser so. Also ich finde, das ist Bluefire in klein, aber hat alles, was Bluefire auch hat. Und gute Erdteil wirklich. Also. Ja, und gute Erdteil. Nach einer zweiten Fahrtspeed saßen wir jetzt mal in der dritten Reihe und da saßen wir quasi vor dem Gelenk, was das Boot hat. Und dadurch kam das Wasser immer in dieses Gelenk rein und quasi dann eine weiße Wasserwand, entweder nach vorne oder nach hinten. Einmal hat Julian ein bisschen getrunken beim ersten Job. Da kam das so alles ins Gesicht, also und der guckt mich einfach so. Ich guck jetzt gut an. Der war einfach total zugetrieft. Ja, trieft. Und was wollte ich noch sagen? Beim zweiten Drop, dann ist diese Wasserwand einfach voll dem Typ vor uns in den Rücken geklatscht, ey. So, jetzt werden wir einmal die Position wechseln. Julian saß ja gestern außen, ich saß in der Mitte. Das ist ja da so, dass du halt erhöht und auf dem Boden sitzt. Quasi wie bei Taron und Konda der Unterschied. Ja, jetzt bin ich dran mit der Außenposition. Die soll ja richtig extrem sein. Ganz schön extrem auf der Außenposition. Nein. Julian, Leute. Du bist ein Insektenfresser. Ja. Der einfach auf Hyperion. Wenn man die Hände hoch hat auf Hyperion, komplett voller Insekten. Das war mit Abstand die lustigste Hyperion-Fahrt, die wir bis jetzt haben. Also man weiß ja, dass die äußeren Sitze bei dem Ding rappeln.
Und wenn man beim letzten Turnaround auf denjenigen guckt, der am Rand sitzt, der bei Julian. Ja, genau. Das ist wirklich schon. Ab der zweiten Hälfte, die ganze Laudable Ground Section, die rappelt eigentlich ganz gut, wenn man aus ist. Und wenn man dann so macht, dann. Junge, das sah so lustig aus. Eben. Das hat auch sehr witzig angehört. So eine Lachfläche während der Fahrt. Beide, als wir im Breakdown waren, wir haben uns einfach nur angeguckt und Schrott gelacht. Also ich werde der Fahrt so, ich konnte mich gar nicht auf die Fahrt konzentrieren. Leute, wir sind gerade von der 6. Fahrt Satra gekommen. Jetzt wird's aber echt knapp. Also ich stand da so aus und ich so, das könnte die 1 werden, Jule, das könnte die 1 werden. Von Fahrt zu Fahrt besser. Irgendwie der Drop, bei unserer ersten Fahrt waren wir beide so, der war jetzt nicht so gut. Der war so enttäuschend irgendwie. Wird der immer besser, obwohl er ja nicht. Aber ich glaube, wir haben einfach viel zu viel erwartet und wir sind halt viel zu viel Achterbahn vorher schon gefahren. Ja. Aber der ist so krank, ich bin einfach 3 Sekunden. Einfach so drauf, Kitty. Kein Kitty. Wurde einfach 3 Sekunden nach so krank rausgewippt. Dann kommt dieser Speedbump, der dich zur Seite wegfetzt. Ja. Dann kommt dieser Greyout-Moment in diesem Turnaround. Dann wirst du total nach rechts rausgefetzt. Dann dieser kranke Stall. Boah, Junge, und dann hört das auch nicht auf. Dann geht das in den nächsten krassen Umschwung. Dann auf einen richtig kranken Airtime-Hügel. In diesen Step-Up. Underflip, ja, COG, whatever. Wie viel hat er bis? Das ist 0, dann machen wir es. Ja, und dann kommt der Double Down, der dich auch total rausfetzt. Und dann der krankeste Umschwung ever, wo ich mich echt mittlerweile festhalten muss, damit das Ding nicht wehtut. Man knallt und, mit der Schulter halt dagegen. Ja, man knallt mit der Schulter halt da gegen den Sitz, aber. Ja, und dann noch dieser letzte GOG, Step Up, was auch immer, direkt in die Schlussbremse. Junge, da müsst ihr euch auch auf jeden Fall abstützen. Also wenn ihr in der ersten Reihe seid, könnt ihr nichts machen, müsst ihr euch irgendwie festhalten. Aber wenn ihr hinter seid, stützt euch an den vorderen Sitzen ab, weil sonst macht's. Boah, Junge. Aber das Pace, das ist ja auch der RMC mit der, wie war das mit der meisten? Mit dem krassesten Pacing, also abgesehen von den Raptor jetzt, den meisten Meter pro Sekunde, also Pacing, also wenn man berechnet, wie viel Strecke das in wie wenig Zeit das macht, hat es halt das krankeste Pacing von allen AMCs und das merkt man auch, weil das Ding, haben wir nachgeschaut, ist genauso lang wie Abyss ist. Abyss ist auf den Meter ewig. Genau. Und Abyss ist es so lange unterwegs und das Ding da, das brettert so durch. Du hast nie eine Pause, das dauert irgendwas. Und Julian sagt auch, er ist am überlegen, ob er Untamed oder das besser findet, weil Untamed eine krassere Elementabfolge hat. Finde ich halt gar nicht, weil das Ding so schnell ist. Ja, aber ich weiß nicht, Untamed hat immer diese aggressiven Bumps hintereinander. Am Ende, die Rückfahrt von diesem Out and Back ist ja eher so ein A-Layout, aber nach diesem Step-Up-Underflip geht es halt nur so bam, 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 bam. Ja, aber hier geht's. Ja, hier geht's halt auf. Das ist quasi so Troy in AMC-Form und geil und riesig. Und, boah. Allein dieser Fakt, dass das Ding einfach doppelt so viel Untamed ist. Und dann guckst du da runter und du denkst, der Drop hört auf, aber er hört nicht auf. Das war, als wir heute Morgen gefahren sind, haben wir nämlich rückwärts geguckt beim Drop, weil wir in der letzten Reihe sitzen. Mega coole Idee, müsst ihr mal machen. Auf jeden Fall war dann dieser Peak, wo es so komplett steil war. Dann dachte ich, okay, der Drop ist ja jetzt gleich vorbei. Habe ich mich wieder umgedreht. Dann ging es aber noch irgendwie. War es gerade eine Hälfte oder so? Dann ging es doch ewig runter. Ja. Also, mega krasses Ding, ey.